Jetzt haben wir aber auch in der Bevölkerung eine große Unsicherheit, weil der Genesenenstatus auf einmal völlig neu eingeordnet wird. Also wenn man zweimal geimpft ist, dann ist man nur noch grundimmunisiert. Und auf der anderen Seite die Geboosterten, die gelten als vollimmunisiert. Warum, können Sie es vielleicht erklären, warum das RKI diese 180-Grad-Wendung gemacht hat? Es gibt viele Dinge, die kann man nicht so genau an Daten festhängen. Die muss man halt so entscheiden. Das ist eine Pandemie in der Biologie so. Aber bei den Genesenen ist es schon sehr erstaunlich, dass das RKI jetzt diese Wende gemacht hat. Ich möchte noch nicht mal sagen Kehrtwende, so ein bisschen so ein Abbiegen ins Nirgendwo. Es lässt auch völlig außer Acht, dass jetzt sich immer mehr Menschen infizieren werden. Irgendwie ist das schon so ein bisschen Paralleluniversum. Ich weiß nicht, wie das im RKI dort entschieden wurde. Ich bin mir aber sicher oder ich hoffe wirklich innig, dass man das anschaut im RKI, evaluiert und dann sehr, sehr schnell mit einer guten Begründung kommt, warum man das so gemacht hat oder das auch entsprechend korrigiert.